Hör mal zu, Jungs. Wir sind bei den Playoffs. Ein Hin- und Rückspiel. Heute haben wir Heimvorteil. Ein Gegentor wird heute kostspielig. Fokussiert euch auf das Spiel und gebt den Fans Grund zum Jubeln. Momentum ist alles. Momentum. Harte Arbeit und Selbstvertrauen haben uns hierher gebracht. Aber ab sofort zählen auch Konzentration und Intensität. Kontrolle und Intensität. Doch wenn ihr unaufmerksam seid, löst sich alles in Luft auf. Si se puede. Mach die Blase pöhn. Dann ist alles in Luft auf. So. Herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wir haben eine richtig tolle Partie für Sie im Angebot. Hinspiel im Halbfinale der Western Conference. So langsam wird's ernst in der MLS. 8 Teams sind noch übrig. Unser Fokus liegt heute so ein wenig auf LA Galaxy. Richtig gut drauf in letzter Zeit. Heute ist es natürlich eine Riesenaufgabe und wir gucken mal, was das Team abrufen kann. Hunter. Als David Beckham zu den LA Galaxy wechselte, gab das der gesamten MLS einen unheimlichen Schub. Wenn du so einen Superstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere holen kannst, hier, dann sorgt das natürlich irgendwie für schlecht Start. Er hatte tolle Jahre hier, na, wurde echt zu einer echten Legende, zu einem echten... Gerade die erste Ecke, Heiland, zack. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber, Susi. Den Ball entschärft er ganz locker. Naja, komm vor mit euch. Auf. Espinosa. Das könnte die Chance werden. Ah, ich super glaub, das Pass. Schon ein schweres Spiel, ehrlich gesagt. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Oh. Ashley Cole. Dame. Dos Santos. Zart ist jetzt. Das könnte gefährlich werden. Ball kommt flach rein. Au. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Und das gibt Eckball. Ecke kommt. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Hey. Hey. Da kann er ihn stoppen. Schade. Ja, sagt, ich kriege wieder Punktabzug wegen schlechten Timing. Susi. Beim Elis Sanchez. Island, jetzt fuck, müssen ey, Sie aufpassen. Oh, jetzt könnte die Chance entstehen. Genau, das ist nämlich das Problem. Da steht die Abwehr sicher. Alessandrini. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Jones. Und Hunter. Wird's jetzt gefährlich? Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Oh. Oh. Heiland, Sack. Hey. Pfeilhaber. Espinosa. Boateng. Hunter. Au, das war aber. Ja, wie schlecht, ne? Geht nach innen. Boateng. Wichtige Aktion. Hat er sich auf den Arsch gelegt. Und Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Au. Hunter. Super Einsatz, da kann oh mein er ihn stoppen. Gott. Ashley Cole. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Und klasse durchgesetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Einwurf, LA Galaxy. Ja, waren ein bisschen nervös, ne? Boateng. Gut verteidigt hier. Elis Sanchez. Da passt er auf. Au. Komm schon. Susi. Schwierigkeit ist jetzt, drücke ich übel.
Und nachher kriege ich so einen Scheiß, wahrscheinlich Kontertor oder so. Vollkommen problemlos. Jetzt Alexander. Schussversuch. Oh. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ja, ja, ja. Nächstes Mal mache ich einen Schlenzer. Medranda. So. Nicht nachlassen. Wird das eine Torchance? Oh, ja. Jones. Es sah so aus, als käme sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren, sowas. Ey. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Espinosa. Zur Pause ist hier noch alles ausgeglichen. Das geht jetzt aber schnell rum, muss ich sagen. Also unglaublich. So, los Jungs. Jetzt darf es dann doch bitte etwas mehr sein. Ja, Wolf. Da hast du mal recht. Überschaubares Niveau bisher. Und das ist der Ballverlust. Jetzt können sie vielleicht kontern. Auf außen ist Platz. Klasse Pass. Jawohl. Und jetzt vielleicht Ecke. Die Chance gibt Ecke. Ja, Ecke könnte noch gefährlich jetzt sein. Die ne? Ecke. Da können sie erstmal klären. Es gibt Einwurf für LA. Sie bereiten einen Wechsel vor. Alessandrini. Ganz energisch. Oh, das gibt's ja gar nicht. Nein, das ist wirklich. Das ist wirklich schlecht. Oh mein Gott. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt flach. Gasso! Der erste Treffer ist gefallen in diesem Halbfinale. Und wenn wir in die Gesichter der Galaxy-Fans schauen, das hatten sich anders vorgestellt. Das ist ernüchternd. Ja. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es mal so ein schönes Kontertor gibt. Einfach den richtigen Instinkt für die Situation. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ashley Cole. Alessandrini. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Komm schon. Art hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Unglaublich. Der Ball im Aus. Da haben sie super Druck gemacht. Gibt Einwurf. Ja, und gibt's einen Einwurf. Jetzt. Fairer Einsatz hier. Ach du lieber Gott. Also schlechter. Super, nein. Pass. Gute Chance. Ganz wichtig, da muss er hin. Dos Santos. Vielversprechender Angriff, gibt's aber dann kommt nicht. Doch noch einer dazwischen. Boah, sau stark, ey. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt der Eckball. Espinosa! Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. So Jungs, kommt jetzt. Jetzt müssen wir. Mal. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wird's jetzt gefährlich? Er zieht ab! Oh. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Da war ich zu hastig, wirklich zu hastig. Komm schon. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Ja, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ach du Scheiße. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Gefährlich, immer noch. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Dos Santos. Alex Hunter. Das könnte die Chance werden.
Oh. Schießt er ihn rein. Tolle Aktion vom Torwart. Ja, da holen sie den Einwurf raus. Ach, Auswechslung droht. Glaubst du wohl nicht. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Hereingabe kam schlecht, gut, aber der Ball schlecht. Ist erstmal weg. Er versucht einfach mal aus der Distanz. Die Entfernung ist zu groß. So kann das nichts werden. Und keiner weiß, was er sich dabei. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen auf Sicherheit gehen, sonst. Also. Der Blick zur Uhr. Noch. Verstand er gut und gibt Freistoß. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer kommt schon, Jungs, kommt jetzt in die Partie. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ach du Scheiße. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Jones. Weg ist der Ball. Oh nein. Jones. Hey. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Da kommt der Pass. Scheiße. Nein. Ach, nein. Was für eine Chance. Schöner platzierter Ball. Ich glaube, das gibt die erste Niederlage. 3 Minuten. Das ist zu knapp. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Nein. Da kommt der Schlusspfiff. Das war's in dieser heutigen Partie. Die Galaxy gehen mit einer Niederlage ins Rückspiel. Und das hat ja, das ist natürlich schlecht. Das war heute zu wenig. Eine Niederlage im Hinspiel und jetzt wird's schwierig. Bushi. Das heißt, da müssen wir nachher Gas geben. Das ist mal völlig klar, aber jetzt da müssen wir nachher Gas geben. Ja, heute habe ich leider nicht überzeugt. Ne? Tja. Das gibt's dann mal bei den Alexander. Dass da mal nicht gerade alles rund läuft. Und wir dort das Match noch drehen konnten. Egal. Ist leider so. Können wir uns nachher nur Mühe geben beim Rückspiel. Schade, schade. Ja. Oh oh. Keine Attribute zur Verfügung. Leider nicht. Tripling. Eieiei. Da machen wir natürlich wieder Razzifazzi. Ihr seid hoffentlich Ballkontrolle. Für den Ball eng und mit Tempo. Solange wir den Ball haben, macht kein Gegner ein Tor. BB. Oh ja, super. Das ist okay für mich. Damit kann ich leben. Danke für euren Einsatz. Bitte. Kein Problem. Gerne gemacht. Looks like someone needs an early night or 10. Ach ja, ist halt nicht mein Tag. Having a lot of those lately, bro. Want my opinion? You're hanging out all hours with your A-lister buddies is taking a toll. When's the last time you played consistently well? Also ich war die ganze letzte Zeit konstant gut, ehrlich gesagt. Also hab Tore gemacht. Und jetzt war das erste Spiel, wo wir mal verloren haben. Weiß gar nicht, was der Herr Sardes fürs Problem hat. Aber ich glaube, der hat einfach ein Problem mit uns. Das ist es nämlich. Das ist es. Puh. Ja. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser heutigen Partie. Wir begrüßen Sie zum Rückspiel im Halbfinale der Western Conference. Aber jetzt schon das Rückspiel. Hinterherlaufen. Heute muss LA seine Bestform abrufen, sonst könnte die Saison am Ende dieser Partie vorbei sein. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Natürlich bin ich da schon wieder. Da erkennen wir ein 4-4-2 heute bei Ihnen als Formation. Ganz genau, 2 Viererketten und vorne drin 2 Stürmer, einer davon allerdings als hängende Spitze. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Espinosa. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung. Wir sind noch früh im Spiel. Ach komm schon. Freistoß Los. Auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Espinosa.
Will jetzt ein er hat den Ball, wird da was draus. Tolles Zuspiel. Ach du Scheiße. Ashley Cole. Oh, was ist denn das nur, hey? Fange kommt weit. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Die LA Galaxy gehören zu den besten Teams der MLS und das schon nein, seit echt vielen jetzt. Jahren. Und Wolf, der Verein ist ein echter Titelhamster. Es gibt kaum eine Saison, wo LA nicht vorne mit dabei ist. Das ist ja auch klar, bei den Spielern, die man immer wiederholen kann, bei dem Potenzial, das der Verein insgesamt hat. Unglaublich. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jones! Ah! Und da ist das Tor! Saustark! Und mit dem Tor sieht es jetzt saustark aus. Ein enges Tor. Aha! Das habe ich gebraucht. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Jawohl. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist es kein Problem. Ja, scheißegal auf die Entfernung. Also in Führung. 1-0. Tor ist Tor. Oder? Opara. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Klasse gemacht, stark geblockt. Jones. Schussversuch. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh mein Gott, jetzt hat er mich auch vorgeführt, ey. Dame. Boateng. Oh mein Gott. Elis Sanchez. Oh! Jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball wieder weg. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Dos Santos. Hey, komm schon. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Fängt diesen Ball ab. Dame. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Oh mein Gott, ey. Echt, jetzt könnte es gefährlich werden. Toller Zweiger. Boateng. Dos Santos. Alessandrini. Da gibt er zurecht. Freistoß. Nein, nein. Den schießen wir richtig. Wie weit ist das? Reicht so für einen. Wow. Er hält gut, aber der Ball ist noch heiß. Kein besonders guter Abschluss. Naja. Ich habe gezeigt, ich kann schon mal einen Freistoß aufs Tor Espinosa machen. Ja. Das ist viel wert. Das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Oh. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jones. Au. Gerso. Opara. Hier ist nach wie vor alles offen. Ja, wie gehen beide Mannschaften die zweite? Ich würde natürlich gerne ohne Verlängerung aus dem Match rausgehen. Muss ich mal so sagen. Bin da aber noch nicht ganz schlüssig. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Wichtig ist einfach, dass ich keins mehr kassiere. Gerso. Medranda. Hey, Kollege. Das könnte die Chance werden. Komm schon. Ah, jetzt hat es wieder nicht den Spieler angewählt, wo ich wollte. Hey, unglaublich. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist auch schon weg. Ja, das gibt Eckball.
Komm, hast du. Also. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Ich denke auch. Einwurf. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Und nun Bessler. Hunter. Er pfeift Strafstoß. Wunderschön. Da verursacht er einen Elfmeter, aber jawohl, trotzdem Glück, Fuschi. Ja, denn er darf Hunter, weiter spielen. Oh, es gibt nicht mal gelb, das ist schon eine Überraschung. Ist schlimm, wenn ich das wieder reinmache. Ich habe echt so Angst. Tut mir echt leid, dass ich den reinmache jetzt. Aber ich muss sonst. Ach du Scheiße, geht daneben. Oh, da sieht er schlecht. Oh mein Gott. Und da hat er mir wirklich jetzt abgezogen die Punkte als verschossenen Elfmeter angezeigt. Wow. Oh, ich hab's genau gesehen, wie der viel zu hoch geht. Krass. Scheiße, geil. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Oh mein Gott. Elis Sanchez. Aber echt schade, dass er mir jetzt das abgezogen hat. Dass er jetzt quasi nicht als Tor gezählt hat. Das könnte eine Gelegenheit werden. Komm schon, jetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah. Da geht er vorbei. Da komm schon. Platz, jetzt die Flanke. Wird das was? Und das ist der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Super dazwischen gegangen. Wow. Ja. Oh shit. Den Ball holt er sich. Medranda. Pass auf die Außenbahn. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Sauber vom Ball getrennt hier. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Alex Hunter. Sades. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ja, Sades aber raus. Und wir müssen das gut heißen kann. Medranda. Das gibt Einwurf. Wessler. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ball nein! Weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Oh mein Gott. Susi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt hat er den Ball. Ashley Cole. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und jetzt die Chance. Ja, was ist denn da? Er holt den Ball. Jetzt die Ecke verwandelt, dann wären sie durch. Da bin ich sicher. Unglaublich. Es wird eine Auswechslung geben. Jetzt kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er schießt von weit draußen. Sorry, das müsste ich jetzt einfach mal machen. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, das konnte nichts werden. Da hätte schon alles passen müssen. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. So denn. Mustiwa. Wird das eine Torchance? Susi. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt ist er durch. Alexander. Ah. Tor für die Galaxy. Ja, aber sie können sich immer noch nicht zurücklehnen. Das ist immer noch ein seidener Faden, an dem das Ganze hängt. Seidener Faden, also jetzt.
müssten sie zwei Tore ganz schießen. Vorstellung heute und selbst jetzt kurz vor Schluss machen sie jawohl weiter. Puh. Einfach gnadenlos überlegen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. Ja, es freut mich echt, dass ich jetzt nochmal Susi mit Hand und Tor gemacht habe. So, das war's. Jawohl. Sackstark. Die Galaxy haben es geschafft. Starke Leistung, Kompliment an die Mannschaft, wunderbar, an den Trainer. Auf den Punkt in Bestform. So kann es aus Sicht der Galaxy natürlich weitergehen. Durch diesen Sieg gehören sie jetzt zu den besten vier Mannschaften dieses Wettbewerbs. Ganz starke Leistung auch, ja, und nur noch ein Schritt bis zum Finale. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt, aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den Sieg gereicht. Denke auch. Gewonnen ist gewonnen. Puh. Aber ich habe doch gar keinen Elfer verschossen. Mein Gott. Unglaublich. Er zählt als verschossen, wenn er nicht direkt rein ist, sondern durch ein Tor. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. So wie der Spieler des Tages. Ei, ei. Ja. Gutes Spiel basiert auf gutem Coaching. Wenn das Team dem Trainer vertraut, klappt es auch. Ist für Sie also der Trainer der Spieler des Tages? Auf jeden Fall. Danke, Alex. Ja, kein Problem. Kein Problem. Bitte, danke. Danke, bitte. Jawohl. Sind wir bald ein 80er-Spieler. Das freut mich aber. Das freut mich. Und wieder keine Attribute. Hey, komm, hör doch mal einer auf.